Nach dem Debakel des letzten Beauty-Adventskalenders, den ich gerade eben ausgepackt habe, habe ich große Hoffnung, dass der Green Door Adventskalender ein Knaller wird. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Runde. Wir suchen den besten Adventskalender des Jahres und heute den von Green Door. Green Door habe ich noch nie gehört, sieht spannend aus, ist Naturkosmetik, ist sogar handgemacht, steht mit drauf. Vegan, Peter approved und kostete 60 Euro, was mich ein bisschen überrascht hat, denn das ist für die Menge an Naturkosmetikprodukten, auf den ersten Eindruck zumindest, gar nicht so viel. Wir schauen, was da drin ist und ob es sich lohnt. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt alle einen wunderschönen Tag. Ich habe große Hoffnung, weil ich gerade einen anderen Adventskalender geöffnet habe und ich würde sagen, 70% können direkt in die Mülltonne wandern, weil die kann ich nicht mal weitergeben. Ganz, 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 ganz große Katastrophe. Verlinke ich euch oben in der Ecke. Heute etwas, wo ich sage, da freue ich mich persönlich drauf. Ich bin ja mittlerweile, ich glaube, ich werde langsam zu so einer, ich achte jetzt auf meinen Körper, ne? Ich trinke nur noch einen Kaffee. Ich habe super viele Sachen in meinem Privatleben geändert und ich finde den sehr, sehr spannend. Green Door kenne ich persönlich noch nicht. Ist eine Naturkosmetikmarke. Handgemacht, Bio. Ist es in Deutschland gemacht? Ich gehe ganz stark von aus, dass das aus Deutschland produziert wurde. Kostete 60 Euro. Ich habe ihn bei Rossmann gekauft und wir schauen einfach mal, was drin ist. Vielleicht habt ihr ja schon Erfahrungen mit Green Door gemacht. Dann schreibt mir das unbedingt in die Kommentare und vielleicht habt ihr auch einen Kalender der letzten Jahre von der Marke getestet. Ich persönlich habe damit noch gar keine Erfahrung und wir schauen mal, ob es sich lohnt. Ich muss erstmal direkt lobend erwähnen, ich mag das Packaging sehr gerne. Es ist zwar schlicht, aber es passt einfach zu der Marke. Ich mag das nicht, wenn Marken Weihnachten Sachen machen, die eigentlich nichts mit der Marke zu tun haben. Green Door hat einen ganz, ganz klassischen Karton, der aber geprägt ist. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Hier steht Green Door nochmal mit drauf. Das Logo ist mit drauf. Und den Karton kannst du auch nochmal weiterverwenden, um ihn zu verschicken. Ganz, ganz spannend. Hier ist auch direkt noch ein Flyer mit drin. Das finde ich auch sehr gut. Ich denke mal, oh ja, das ist ja wirklich spannend. In Unternehmensgeschichte, so ein bisschen was über die Produkte, über die Gründerin der Marke, was sie schon erreicht haben. Die Produkte, die auch hier drin sind, erklärt. Sehr, 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 sehr spannend. Oh, das finde ich toll. Und natürlich auch gleich nochmal so ein paar Produkte, die dazu passend sind, beziehungsweise die aus der Reihe sind. Naturkosmetik ist ein bisschen anspruchsvoller, deswegen bin ich sehr gespannt. Ich weiß nicht, wann der produziert wurde, der Kalender, denn manche Produkte, wenn die schon vor einer Weile produziert wurden, verändern ihre Textur und ihre Farbe durch Temperaturunterschiede, ne? Ich muss dazu sagen, selbst wenn Green Door dafür nichts kann, ich würde mit dem Bestellen warten, wirklich, wenn ihr eine kalte Woche habt. Das klingt total doof, ne? Aber hier sind Sachen drin, die sind auf Ölbasis und mir ist es selber passiert bei einigen Produkten, die ich bei mir hatte, die waren ja auch naturkosmetisch. Wenn das Ding nur 10 Minuten zu lange im Auto liegt, bei 30 Grad, ist das Ding im Eimer. Dann funktioniert es nicht mehr. Deswegen kann die Marke dafür nichts. Das muss man aber wissen. Und ich schaue einfach mal, was hier drin ist. Ah, okay. Guck mal. Du hast hier den Aufblick. Alle Türchen haben die gleiche Größe, was das Ganze natürlich sehr einfach macht, das zu produzieren und zu ordnen. Die Ordnung ist aber anders. Und wenn du das rausziehst, hast du hier auch direkt, weißt du auch direkt, was das ist. Das finde ich ziemlich gut, weil es tatsächlich nochmal ein Schutz für das Produkt ist. Ich muss sagen, der Adventskalender riecht sehr gut. Also hier kommt so ein ganz, ganz leichter Duft mit raus, der mir sehr gut gefällt. Und wir starten auch direkt mit der Deo-Creme. Ich mache die jetzt mal auf kurz. Ach, guck mal. Das finde ich gut. Hier ist nochmal ein QR-Code mit drin oben. 10% Rabatt auf das Originalprodukt. Das finde ich sehr, sehr gut. Also das ist ja jetzt nicht so ein Full-Size-Produkt, ne, sondern das ist ja so ein Tester, aber damit kommst du weit. Das ist eine Deo-Creme, klassisch. Riecht nach gar nichts. Sehr, sehr spannend. Ich weiß, dass viele auf Deo-Creme schwören. Und wenn dir das gefällt, kannst du das nochmal in Full-Size-Größe ein bisschen billiger kaufen. Das finde ich, da habe ich so, glaube ich, auch noch nie gesehen. Das finde ich sehr, sehr spannend. Ich packe das jetzt trotzdem alles mal aus, weil ich die Sachen ja eh an euch weitergebe. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, wie ich die Produkte an euch weitergebe, dann folgt mir unbedingt und schaut mal bei Insta vorbei. Ab und zu mache ich das auch hier. Ich habe wirklich große Hoffnung. Wir haben eine Aloe Vera Creme, eine wasserfreie Creme. Beruhigend und pflegende Avocado ist da auch mit drin. Es steht die Produktbeschreibung mit drauf, es steht die Anwendung mit drauf, Produktvorteile. Und auch hier ist dann nochmal ein Rabattcode mit drin. Ich glaube, das ist bei allen Türchen jetzt mit drin. Das finde ich aber ziemlich gut. Und das ist auch eine gute Größe, um das Ganze mal zu testen. Ihr dürft nicht vergessen, Naturkosmetik ist teuer. Naturkosmetik ist teuer in der Herstellung, aufwendig in der Herstellung. Und
da bin ich fein damit, wenn da jetzt nicht eine Full-Size-Größe drin ist. Oh, das finde ich spannend, da müsst ihr mir helfen, weil da weiß ich nicht, was das sein soll. Wobei, steht hier drauf. Eine Silbercreme. Die Green Door Silbercreme wirkt antimikrobiell auf der Hautoberfläche, hilft Entzündungen und Irritationen zu reduzieren, spendet Feuchtigkeit, dann Kyaluron und kombiniert natürliche Inhaltsstoffe wie Biohamamelis und Ginseng. Das hätte ich gebraucht neulich, als meine Haut so ausgerastet ist. Vielleicht hebe ich das mal auf. Das ist eine Silbercreme mit Mikrosilber und natürlich vegan. Die gibt sogar 20% Rabatt auf das Originalprodukt. Okay, so sieht die aus. Ich mache die jetzt nicht alle auf, weil die Produkte sind sehr empfindlich. Spannend. Einige Produkte davon werde ich behalten. Werde ich wirklich behalten. Ich habe mir... Oh, das kommt für mich morgen. Für euch habt ihr es vielleicht schon gesehen. Ich habe die krasseste, schönste Marke meines Lebens gefunden in Frankreich. Officine... Blalala... Bouli. Wow. Zeige ich euch bei Insta. Oder die nächsten Tage hier im Video. Wir haben einen Lippenbalsam mit Sanddorn. Aus Papier. Fühlt sich alles echt gut an. Ich muss dazu sagen, vor 3 Jahren hätte ich, glaube ich, mir diesen Adventskalender auch gar nicht gekauft. Weil ich nicht so den Bezug zu Naturkosmetik vielleicht hatte. Aber jetzt, wie ich weiß, wie aufwendig das ist, wie die Sachen produziert werden, was dahinter steckt, auch diese Familiengeschichten meistens, ne, bei Naturkosmetik-Marken aus Deutschland, finde ich das sehr schön. Ich mag die Produkte teilweise wirklich gerne. Nicht alles ist gut. Ich habe einige Produkte aus der Naturkosmetikreihe, die ich sehr, sehr gerne benutzt habe und finde das jetzt auch ganz spannend. Hier ist zum Beispiel ein Face Cleansing Bar mit dabei, Peeling Beads. Das ist verpackt in einem Tuch. Das ist so ein festes Produkt. Riecht okay. Da sind so ein paar peelende Körner mit drin. Das packe ich da mal wieder rein. Das ist auch alles noch ein Jahr haltbar. Also, ne, Ende 25. Wir haben einen Fußbalsam mit durchblutungsförderndem Kampfer. Auch das kommt in so einem kleinen Döschen. Ich finde, die Größe ist okay zum Testen. Ich meine, wie was hast du denn für Füße? Ich weiß immer nicht, ob ich dazu noch mehr sagen soll, außer dass ich es jetzt erstmal auspacke, weil ich die Sachen ja auch noch gar nicht kenne. Bei Maybelline könnte ich euch wahrscheinlich deutlich mehr erzählen, aber hier müssen wir mal so ein bisschen gucken. Wir machen direkt weiter mit dem Knaller. Hyaluroncreme, vegane tägliche Anti-Aging-Creme, regenerierend, straffend, verbessert die Hautstruktur. Und die ist sogar bis März 26 haltbar. Auch hier ein gutes Pöttchen. Völlig ausreichend. Es sind verschiedene Reihen hier mit drin. Wir haben eine Naturseife, Zimt-Orange, recht weihnachtlich, ne? Das riecht so gut. Oh, oh. Mm, die riecht ja toll. Die riecht wirklich, wirklich schön. Die hebe ich mir auf. Die brauche ich unbedingt im Gästebad oben. Da packe ich immer so ein paar Seifen in die Schubladen, dass der Raum gut riecht. Wir haben ein basisches Duschgel, Ingwer-Zitronengras. Mhm. Ja, das ist jetzt eine kleine Größe, aber ich glaube, da kommst du auch mit ein bisschen zurecht. Ich weiß nicht. Schreibt mir da bitte gerne mal eure Meinung mit rein. Weil ich glaube, bei so Naturkosmetikmarken, wo einfach ein bisschen mehr hintersteckt als ein Großkonzern, der Geld reinpumpt, bin ich da ein bisschen entspannter, wenn da kleinere Größen drin sind und dafür aber gute Produkte. Ne? Also ich habe jetzt hier kein Füllerprodukt gehabt bis jetzt. Wir haben ein Conditioner Bar, also ein Conditioner für die Haare. Kommt auch verpackt, ist auch so ein festes Produkt. Deswegen lasse ich das hier mit drin für diejenigen, die die Produkte dann im Adventskalender, den ich euch packe, dann gewinne. Wir haben einen Hand- und Nagelbalsam. Da kennt ihr mich, da bin ich mittlerweile Profi. Das müssen wir jetzt direkt ausprobieren. Oh, ist sehr fest. Oh, ist sehr fest. Ist nicht geschmolzen, daran sieht man es. So Shea-Butter. Riecht gut. Riecht halt so ein bisschen nach Naturkosmetik. Ich weiß nicht, warum ich... Es hat sich so verändert in den letzten Jahren, dass ich da so ein bisschen vorsichtiger geworden bin, was ich benutze und was vielleicht auch nicht. Wir haben hier eine Flüssigseife mit Rosmarin. Kommt in so einem kleinen Fläschchen. Haben wir schon die 14 ausgepackt gehabt? Nein, noch nicht. Das ist mir die liebste. Das ist mir die wichtigste immer. Das ist mein Geburtstag. Die Deo-Creme für die Füße. Das ist natürlich auch spannend. Deo-Creme für die Füße klingt erstmal ein bisschen schwierig. Sollten sich aber einige... vielleicht mal zu Herzen nehmen. Sehr spannend. Machen wir die 14. Ja. Shampoo und Pflege mit Porzellanerde und Weizenprotein. Ist auch ein festes Produkt. Lasse ich hier mit drin. Feuchten Sie das Haar an, reiben Sie den festen Bar darüber, schäumen Sie den Bar auf und spülen Sie den Schaum anschließend gründlich aus. Okay. Wir gehen mal ein bisschen durch. Wir sind ganz schön lange hier am Quatschen heute. Wir haben einen Zinkbalsam mit Hopfen und Bionemöl. Das kenne ich nicht. Sieht aber spannend aus. Was ist Zinkbalsam? Ach so, schade, dass ich die Päckchen nicht alle aufheben kann. Gegen Pickel. Gegen Pickel und Rötungen. Das packe ich mir gleich mal hier auf die Seite. Zu dieser Silbercreme hier. Das könnte hier mein Gesicht. Das geht einfach nicht weg. Ich habe alles gemacht die letzten Tage. Es geht nicht weg. Es wird nicht viel besser. Das war hundertprozentig diese Veleda-Creme. Wirklich. Bäh. Kopfhautpeeling. Auch das könnte ich gut gebrauchen. Ich wusste, dass das mein Adventskalender ist. Hätte ich nie gedacht vor 2 Jahren, dass es mein Adventskalender. Da war nicht ein Produkt drin, wo ich sage,
Ah, okay. Doch, vielleicht das ist ein festes Peeling. Kopfhautpeeling, Wintergrün und Minz, ich liebe Wintergrün. Oh Gott, das erinnert mich an 2010, New York mit meiner Mutter. Wir sind durch ganz Manhattan gelaufen und haben an jedem Kiosk Wintergreen Bonbons und, wie hießen die, Five Gums geholt. Das macht mir richtig Spaß. Das ist wie Weihnachten. Ich stelle mir gerade vor, wie ich diesen Adventskalender zu Hause hätte, jetzt in der Weihnachtszeit und ich den auspacken würde und ich jeden Tag ein tolles Produkt habe. Wir haben Bio-Kakaobutter nativ, ganz klassisch, einfach Kakaobutter. Nichts anderes ist da mit drin. Kakaobutter kann direkt auf die Haut aufgetragen und sanft einmassiert werden, um Feuchtigkeit zu spenden. Klassisches Rohprodukt. Teuer, sehr, sehr teuer, Kakaobutter. Bodylotion Aloe Vera. Guck mal, da haben wir wieder eine Wiederholung an Inhaltsstoffen bzw. an Produkten aus der eigenen Reihe. Bodylotion Aloe Vera kannst du auch ein bisschen testen. Es sind natürlich viele Tester mit drin, aber es ist trotzdem viel verschiedene Sachen. Körperpeeling Himala. Ja, das kommt in so einer festen Dose. Das wird jetzt Himalaya-Salz sein, Aprikosenkernöl, Kardamom, Linalool, Limonene. Okay. Das ist jetzt eine wirklich kleine Größe. Da hätte ich mir vielleicht eine größere gewünscht, so ein großes Türchen, wobei vielleicht ist es was Besonderes. Das ist auch nochmal eine Deo-Creme, aber in einer anderen Verpackung. Ich glaube, ich mag die Verpackung auch lieber als diese Tuben, als diese Dosen. Ich glaube, das ist einfach ein bisschen praktischer. Effektiver Schutz gegen Schweißgeruch, pflegt die zarte und sensible Achselhaut, 24 Stunden natürlich geruchsfrei, ohne Aluminium. Wir haben eine Naturseife, auch das wird wieder in so einem festen Produkt mit sein, ist pflegende Aloe Vera und hochwertige Öle mit drin, kommt dann auch so weiter. Drei weitere Türchen, ein basisches Shampoo, Eisenkraut und Kamille, Haarwurzel stärkend und schützend. Ach, ich werde noch eine Naturkosmetikmaus. Kommt auch hier in so einem kleinen Fläschchen. Ach komm, da riechen wir jetzt auch nochmal dran. Na gut, manchmal sind Duftstoffe auch nicht schlecht. Okay, wir haben ein Gesichtswasser, beruhigend und astringierend. Mit Bio-Neroli, Bio-Hamamelis und Bio-Aloe Vera. Und da ist sogar noch was mit dabei. Guck mal, so ein Wattepad, ein wiederverwendbares Wattepad ist da mit dabei. Finde ich gut. Wäre das jetzt einzeln gewesen, hätte ich mich drüber geärgert. Aber da das als Goodie mit dabei war, finde ich das gut. Auch das sieht sehr, sehr spannend aus. Ich freue mich wirklich, die Sachen zu benutzen. Muss ich wirklich sagen. Und wir haben zu guter Letzt noch ein Massageöl Orange. Das ist auch in so einer kleinen Größe. Wie viele Milliliter sind hier mit drin? 25 Milliliter. So klein ist es halt auch nicht. Ne? Also das ist schon ein bisschen was. Ganz ehrlich, muss ich sagen, hat mir persönlich sehr, sehr gut gefallen. Wir haben eine Vielzahl an verschiedenen Produkten der Marke drin, damit man die Marke kennenlernen kann. Wir haben die Anregung, dass man die Produkte kennenlernen kann und wenn sie einem gefallen, und dafür sind Adventskalender natürlich auch immer gut, einfach auch nochmal ein bisschen was sparen kann. Wir haben gute Produkte, wir haben Gutscheine mit drin, hier, die aber nicht als eigenes Türchen da mit drin sind. Wir haben verschiedene Möglichkeiten, einfach die Marke kennenzulernen und das hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, ihr habt es auch gemerkt, dass ich daran Freude hatte, die Produkte zu benutzen. Ich hätte mir vielleicht noch ein Full-Size-Produkt, vielleicht am 24. mit dem Bestseller der Marke. Ich denke mal, das wäre die Deo-Creme gewesen. Auf der anderen Seite, die hat wahrscheinlich auch schon jeder, der die Marke irgendwie kennt. Ich für mich persönlich habe jetzt gesagt, okay, ich habe jetzt viele verschiedene Produkte der Marke, die ich jetzt kennenlernen kann. Ich kann schauen, was gefällt mir und vielleicht ist hier ja ein neuer Favorit mit drin. Natürlich ist es kein günstiger Adventskalender, ne? Das muss man ganz klar sagen. Aber es ist Naturkosmetik, es ist handgemacht, es ist handeingepackt. Ich kenne die Abläufe. Ich erinnere mich, als ich meine Seifen hatte, die wurden ja auch von einer Naturkosmetikmarke per Hand hergestellt alles. Das ist Arbeitskraft, das ist vor allen Dingen viel Zeit und viel Zeit. So eine Seife, die muss 8 Wochen teilweise, muss die ruhen, dass sie fest wird. Ne? Das ist einfach Zeit und Zeit ist Geld. Mir hat der Adventskalender sehr, sehr gut gefallen. Ich bin gespannt, was ihr zu dem Adventskalender sagt. Wenn ihr euch für Naturkosmetik interessiert, würde ich sagen, absoluter Volltreffer. Kann man machen. Habe ich mich riesig drüber gefreut. Bis zum nächsten Mal.